Tag, liebe Zuschauer, zur Juli-Ausgabe von M hoch 3, Ihrem Magdeburger Monatsmagazin im offenen Kanal. Erstmals begrüßen wir auch die Zuschauer, die uns seit einigen Tagen bundesweit mit einem Smart TV auf dem Astra Lokal TV Portal empfangen können. Folgende Themen haben wir diesmal unter anderem für Sie vorbereitet. Wir tauchen für Sie in die Geschichte der Abwasserentsorgung Magdeburgs ein. Wir haben uns für Sie die größte Blume der Welt in den Gewächshäusern angesehen. Und wir waren beim neuen Sommernachtsspektakel auf dem Theaterschiff dabei. Das und noch viel mehr gibt es in den kommenden 45 Minuten. Ein über 1000 Kilometer langes Kanalnetz leitet heute das Abwasser von rund 235.000 Magdeburgern zum Klärwerk in Gerwisch ab. Früher war das ganz anders. Eine erweiterte Ausstellung im Technikmuseum beleuchtet die Geschichte der Abwasserversorgung Magdeburgs. Ständige Besucher des Technikmuseums werden vielleicht einwenden, die Ausstellung kenne ich doch. Anlässlich des 155. Jahrestages des Wasserwerks Buckau wurde die Ausstellung jedoch um die Geschichte der Abwasserentsorgung in Magdeburg ergänzt. Dank konstruktiver Kooperation zwischen den SWM, der Trinkwasserversorgung, der Abwasserentsorgung, dem Verein Deutscher Ingenieure und dem Technikmuseum konnte die Ausstellung neu konzipiert und aufgestellt werden. Klar, dass die genannten Partner bei der Eröffnung gemeinsam das Band durchschnitten. Die Entsorgung der Abwässer, die 1717 mit einer einfachen Rinnenentwässerung in der Altstadt begann, wurde ab 1871 systematisch auf eine unterirdische Kanalisation umgestellt. Wann ging das in Magdeburg mit der Abwasserentsorgung eigentlich richtig los? Ja, eigentlich schon im 17. Jahrhundert, das heißt 18. Jahrhundert, 1717, ist ja das 18. Jahrhundert, waren die ersten Rinnsale, die auf dem alten Markt hier sichtbar sind, auf dem Bild hier, die das Wasser, Schmutzwasser und Regenwasser direkt ungereinigt in die Elbe ableiteten. Das muss doch denn, sagen wir mal, in der Stadt ziemlich gestunken haben. Das hat gestunken ohne Ende, bis mal ein kräftiger Regen kam und das Abwasser dann weggespült hat. Und meinst du der Ausstellung so ein bisschen, was sind so die Highlights, die man hier so sehen? Na, die Highlights sind eigentlich die 7 Poster, die hier die Geschichte, die über 300 Jahre alte Geschichte der Abwassergesellschaft hier widerspiegeln. Ja, vielleicht können Sie mal zu der schönen großen Röhre was sagen. Na, das ist also eine Holzrohrleitung. Vielleicht ganz kurz auch Wasser und Abwasser. Die Trinkwasserversorgung war also etwas im Vordergrund zu dieser Zeit. Man hatte also Einzelversorgung aus der Elbe, aus irgendwelchen Brunnen, Bächen, Flüssen. Und man hatte die Idee, eine zentrale Versorgung zu schaffen. Und mit der zentralen Wasserversorgung im Wasserwerk Buckau 1857, das ist also eine relativ einfache, ohne große Aufbereitung noch, Erfassung des Wassers in der Elbe und Verteilung in der Stadt über einen Hochbehälter. Da kam nämlich das Problem, jetzt können die Bürger plötzlich zentral Wasser abnehmen und die werden intensiv Wasser nutzen. Die haben sich dann mehr gewaschen und gebadet und sonst was. Und das muss ja irgendwo hin, dieses Wasser. Und da ist es dringend nötig, dass das Kanalnetz entsteht. Und das war ja die erste Stufe der Abwasserentsorgung, Abwasser zu sammeln, über Kanalsysteme abzuleiten und das wurde eben immer in die Elbe eingeleitet, ja. Bis man in Preußen dann auch entsprechende rechtliche Regelungen hatte, die es letztendlich verboten, das Abwasser ungereinigt in die Elbe einzuleiten. So. Da komme ich gleich nochmal zu einem weiteren Punkt. Mit der Stadterweiterung hat man dann ja damals das unterirdische Kanalnetz auch geschaffen, ab 1871. Gibt es aus dieser Zeit noch Kanäle oder wurden die inzwischen alle mehr oder weniger erneuert? Ja, die Einleitungskanäle in die Elbe, hier, die hier in diesem Bild zu erkennen sind, die bestehen heute noch, die sind also Regenüberlaufkanäle geworden. Und das sind solche alten Kanäle, die aus dieser Zeit eigentlich noch stammen. Aber so als normaler Magdeburger kommt man ja da unten eigentlich nie so richtig runter. Nee, das ist zu gefährlich und also, da ist Top Secret. Also hat man ja heute sozusagen auch das sogenannte Kanalfernsehen. Ja. Gerade der Elbufer Hauptkanal, der ist natürlich begehbar.
Und der wird durch natürlich die Mitarbeiter der städtischen Werke regelmäßig auch kontrolliert. Und da müssen auch Instandhaltungen durchgeführt werden. Die Dinge sind alle uralt. Und das müssen wir natürlich uns auch immer wieder sagen. Die müssen auch saniert werden, Schritt für Schritt. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Also bezahlen wir denn quasi auch als so Gebühren dann mit? Letztendlich muss man das auch wissen, dass solche Infrastruktur, die so da ist, dass die auch unterhalten werden muss und weiterentwickelt werden muss. Und ich muss dazu nur sagen, zum Schluss vielleicht, diese Fragen der Wasserversorgung, Abwasser der Städte werden eigentlich oft vernachlässigt. In Stadtchroniken nie erwähnt. Es ist die größte Selbstverständlichkeit der Welt, die wir haben. Wir akzeptieren das alles wunderbar, aber dass das alles Geld kostet, das ist alles Mühe und das ist auch was Tolles ist, was wir gerade in Magdeburg haben. Da haben wir nämlich eine tolle Wasserversorgung und eine tolle Abwasserentsorgung. Das schönste Wasser haben wir hier sowieso weit und breit. Sowieso, ja. Alles klar. Bis in Europa. Naja, letzte Bemerkung zu Trinkwasser. Alle Orte, die irgendwie heute in Deutschland Trinkwasser anbieten, diese Wässer müssen der deutschen Trinkwasser oder der europäischen und der deutschen Trinkwasserverordnung sprechen, sind alle gut. Also es ist immer schwierig zu sagen, das ist das Beste. Eigentlich sind sie alle gut. Ja. Magdeburgs Abwasser fließt in die Kläranlage Gerwisch, die 1956 in Betrieb genommen wurde. 1998 wurde sie komplett erneuert. Das Regenbogenhaus ist ein Wohnheim für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen. Es befindet sich auf dem Werder inmitten eines ruhigen Wohngebietes in Elbnähe. Kürzlich feierte man dort das alljährliche Sommerfest. Und das bereits zum 22. Mal. 54 Erwachsene mit geistigen und mehrfachen Behinderungen leben derzeit im Regenbogenhaus in der Weidenstraße. Von 15 bis 20 Uhr öffnete die Einrichtung ihre Pforten, um mit Angehörigen, Freunden, Partnern, Nachbarn und Interessierten in den Sommer hineinzufeiern. Nur Petrus hatte offenbar keine Einladung bekommen, denn anfangs öffnete er fleißig die Schleusen. Welch Glück, dass die Bühne für die Theateraufführung wenigstens überdacht war. So standen nur die Zuschauer im Regen, der zum Glück später nachließ. Wissen Sie, irgendwann kann man auch mal ein bisschen Regen ertragen. Wir haben also fast jedes Jahr Glück mit dem Wetter gehabt und dieses Jahr, nun gut, war es mal nicht ganz so. Aber jetzt reißt der Himmel auf und jetzt kann es nur noch schön weitergehen. 23. Sommerfest, also jedes Jahr ein Sommerfest. Was hat sich im letzten Jahr so getan? Was gibt es denn so an neuen Projekten bei Ihnen hier in der Einrichtung? An neuen Projekten, also wir haben ja ganz neu ist, dass wir das Theaterprojekt, was Sie gerade gesehen haben, ist ja ein Inklusionsprojekt. Also wir arbeiten in diesem Jahr oder haben in diesem Jahr gearbeitet mit Jugendlichen der Alke-Meister-Schule gemeinsam in dem Projekt Theaterprojekt. Und das Projekt in diesem Jahr wird auch gefördert und unterstützt von Aktion Mensch. Da haben wir eine Förderung beantragt auch bekommen, aber eben, weil es ein Inklusionsprojekt ist. Und es gibt noch eine Fortsetzung, die wir heute gesehen haben, des Theaterstückes, die wir dann im September aufführen werden in der Feuerwache, wo praktisch noch das jetzt bis heute gezeigte Theaterstück weiter fortgesetzt wird mit der Geschichte, mit der Story. Und ja, und da bleibt die Elke-Meister-Schule noch mit im Boot. Und ich denke, das wird noch sehr spannend, auch den weiteren Verlauf des Theaterinhalts des Projektes noch sehen zu können. Die Aufführung der Laienspielgruppe Zügellos war sozusagen der Höhepunkt des Sommerfestes. Seit April studieren die Schauspieler das Stück Verliebt, Verlobt, Verheiratet ein. Daneben gab es Kutschfahrten, eine Tiershow und einen Auftritt von Clown Lulu. Ein sehr interessantes Projekt aus den letzten Jahren war ja Ich will mich, wo Sie, sagen wir mal, die Selbstbestimmung der Bewohner hier, sagen wir mal, gefördert haben. Nur hat das damals da eine Förderung für gegeben, die ist ausgelaufen. Ist das Projekt damit gestorben oder gibt es das noch in abgewandelter Form? Ja, nein, das Projekt ist natürlich nicht gestorben. Wir haben immer, also das Team mit uns gemeinsam mit der Führung des Hauses, haben uns dazu verabredet, die Idee, die Philosophie unbedingt beizubehalten. Und das machen wir auch noch bis zum heutigen Tag. Das heißt also, in der Projektlaufzeit Ich will mich, haben wir immer mehrere Personen in dem Projekt mit reinnehmen können. Das gelingt jetzt nicht mehr so gut, weil die ganzen Rahmenbedingungen eben nicht mehr existent sind. Aber an Einzelpersonen, Bewohnern des Hauses arbeiten wir unverändert mit der Projektidee als solches. Immer noch die Kooperation mit den Medizinern läuft unverändert weiter. Die stehen unverändert auch zu uns. Und insofern kommen wir jetzt in kleinen Schritten, aber immer noch weiter nach vorn. Und wie hat sich das für die Bewohner jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung ausgewirkt? Das läuft ja jetzt schon über mehrere Jahre. Ja, also sie werden immer selbstbewusster, immer selbstbestimmter. Das kann man wirklich sagen. Da sind immer wieder neue Entwicklungsschritte bei den Einzelnen zu erkennen, die sich dann jetzt erst im Nachgang festzustellen sind, die man vor ein, zwei Jahren auch noch gar nicht so gesehen hat. Also sie entwickeln sich tatsächlich teilweise auch peu à peu, Schritt für Schritt. Und das
es ist ja noch in keinem Fall wieder Medikationen angesetzt worden. Das sind wir auch ganz stolz. Das war noch überhaupt nicht notwendig. Davon gehe ich auch aus, dass es so bleiben kann. Und wie gesagt, wir sind einfach nur dabei, in kleinen Schritten mit einzelnen Personen dann immer wieder neu einzusteigen. Während des Festes konnte man auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Von den Mitarbeitern des Hauses konnte man sich durch die zahlreichen Räumlichkeiten führen lassen. Der Magdeburger Elbauenpark soll eines seiner Wahrzeichen verlieren. Wie berichtet, beschloss der Stadtrat, die Panoramabahn zum Ende der Sommersaison stillzulegen und abzubauen. Dagegen regt sich in der Bevölkerung Widerstand. Wurden die Stadträte falsch informiert? Es hat fast den Anschein. Finanzbeigeordneter Klaus Zimmermann hatte den Stadträten auf der Juni-Sitzung eröffnet, dass die Sanierung der Bahn 2 Millionen Euro kosten würde. Uns wurde jedoch aus seriöser Quelle mitgeteilt, dass der Betreiber der Bahn mit 1,5 Millionen auskommen würde. In dem Betrag ist die Lieferung neuer, moderner Züge bereits enthalten. Das Angebot liege der Stadt auch vor, wurde uns mitgeteilt. In einer hinteren Ecke unseres Archivs fand sich übrigens ein Videoschnipsel von der Anlieferung des ersten Zuges am 16. Januar 1998. Ein historisches Dokument. Viele Magdeburger und auch auswärtige Gäste wollen sich mit dem Aus der Bahn jedenfalls nicht abfinden. Ende Juni beim Genossenschaftstag musste man am Nachmittag mehr als 90 Minuten warten, bis man eine Runde drehen konnte. Auch wenn an diesem Tag Wohnungsgenossenschaftsmitglieder umsonst fahren durften, zeigt es dennoch das große Interesse. Christoph, ihr sammelt hier Unterschriften, ihr habt also Listen dabei. Wofür sammelt ihr? Wir sammeln einfach für den Erhalt der Panoramabahn. Und warum wollt ihr, dass sie erhalten bleibt? Erzähl mal so ein bisschen den Hintergrund. Die Generation meiner Eltern und Großeltern musste tatenlos zusehen, wie man damals die Ulrichskirche gesprengt hat oder die Katharinenkirche. Wir sind 89 auf die Straße gegangen, weil wir gesagt haben, das wollen wir nicht mehr. Heute leben wir in einem demokratischen Rechtsstaat. Aber es hat sich im Prinzip nichts geändert. Trotz Bürgerprotesten hat der Stadtrat die Stilllegung der Bahn beschlossen. Und damit ist aus unserer Sicht das Ende von diesem Park eingeläutet. Was wollt ihr mit den Unterschriftslisten nachher machen? Zunächst waren wir uns gar nicht sicher, was wir damit machen wollen. Wir haben einfach gesagt, vor 14 Tagen, wir fangen einfach spontan an. Irgendjemand muss den Protest organisieren. Wir haben inzwischen weit über 400 Unterschriften gesammelt. Das ist ein erstes gutes Ergebnis. Und wir können uns zum Beispiel vorstellen, an die Linksfraktion ranzugehen, weil die Linke im Stadtrat als einzige Fraktion geschlossen gegen diesen Stilllegungsbeschluss gestimmt hat. Mittlerweile hat sich die Anzahl der Unterschriften auf fast 800 erhöht. Demnächst sollen sie dann medienwirksam an die Fraktion der Linken oder im Stadtrat übergeben werden. Zwar dürfte es nicht so leicht sein, einen einmal gefassten Stadtratsbeschluss zu ändern, aber sofern sich neue Gesichtspunkte ergeben, und eine halbe Million sollte so ein Gesichtspunkt sein, ist dies durchaus möglich, zumal ja in der Zwischenzeit Kommunalwahlen waren und der Stadtrat zur Hälfte neu besetzt ist. Das Angebot, für weniger Geld auch neue moderne Züge zu bekommen, sollte sich die Stadt nicht entgehen lassen. Wir bleiben dran. Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung wurde in der Leipziger Straße für das Inklusionsprojekt Haus der Lebenshilfe offiziell das Startsignal gegeben. Nach zweijähriger Bauphase konnten alle Gebäude fertiggestellt und ihrer Bestimmung übergeben werden. In diesen Gebäuden auf dem fast 9000 Quadratmeter großen Grundstück an der Leipziger Straße wurden weitere Arbeits-, Beratungs- und Betreuungsangebote eingerichtet. So wurden durch die Errichtung der vierten Werkstatt mit einer modernen Wäscherei helle und behindertengerechte Arbeitsplätze geschaffen. Das historische Rayonhaus steht Magdeburgern und ihren Gästen für Feiern und Tagungen zur Verfügung. Service und Catering werden vom freundlichen Team der Werkstatt übernommen. Was ist das Besondere hier an dem Objekt, wenn Sie an Inklusion denken? Also wir sind ja mitten in der Landeshauptstadt, sage ich immer. Wir haben Objekte, die sich öffnen nach außen, zum Beispiel mit unserer Textilreinigung und mit unserem Werkstattladen, in dem behinderte Menschen beschäftigt sind. Und zu uns ganz, in Anführungsstrichen, normale, nicht behinderte Nachbarn kommen und ihre Wäsche bei uns abgeben und die Berührungsängste abbauen. Und wir haben hier Wohnungen, wo jung, alt, behinderte Menschen, nicht behinderte Menschen hier zusammen wohnen. Wir haben hier Werkstätten, die offen sind für den ersten Arbeitsmarkt.
Und wir haben mit dem Rajonhaus ein gastronomisches Highlight. Wir vermieten ja unsere Räumlichkeiten mit einer Gastronomie, in denen behinderte Menschen also ihre Serviceleistung anbieten. Da haben wir heute von vielen Rednern auch ein bisschen kritische Worte in Richtung Land und Bund gehört. Weil die Vertreter waren ja mehr oder weniger da, Bundestagsabgeordnete Ministerin. Haben Sie da auch spezielle Wünsche, wo Sie sagen könnten, Mensch, hier könnte uns das Land noch besser unterstützen? Ja, Wünsche haben wir natürlich ganz viele. Ich wünsche mir mehr Wertschätzung. Ich wünsche mir mehr Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im sozialen Bereich. Ohne diese soziale Absicherung gäbe es auch keinen sozialen Frieden. Das muss ich auch immer wieder sagen. Sozialarbeit ist Friedensarbeit auch. Das hört sich ganz pathetisch an, aber es ist eigentlich unterm Strich ganz realistisch. Also wir wünschen uns Wertschätzung und wir wünschen uns Aufmerksamkeit und wir wünschen uns vom Land natürlich auch entsprechende Anerkennung in finanzieller Form, dass hier die Kolleginnen und Kollegen auch tarifgerecht bezahlt werden können. Das wünschen wir uns. Ja, dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg, dass alle Ihre Wünsche möglichst durchsetzen können. Sie haben selbst gesagt, Step by Step, es geht nicht mal alles sofort. Und wir sehen ja, dass hier auch die nächsten Objekte demnächst, sagen wir mal, die Bauarbeiten schon mal richtig loslegen. Ja, wir planen hier entsprechende Apartments für behinderte Menschen in Wohngemeinschaften, auch nochmal ein neues Wohnheim an der Hellestraße und ein Pflegeheim, auch mit verschiedenen Angeboten für behinderte Menschen, die also entsprechenden Pflegeumfang haben. Am 5. Juli fand wieder das traditionelle Stadtteilfest in Salbke statt. Veranstaltungsort war auch diesmal der Salbker Platz am Gröninger Bad. Diesmal wurde das Stadtteilfest zusammen mit zwei Firmenjubiläen gefeiert, die das Fest als Sponsoren erst möglich machten. Den besten Ausblick auf das bunte Treiben auf dem Festgelände hat man von dem kleinen Hügel am Rande der großen Wiese, die im Vorjahr durch das Hochwasser noch völlig überschwemmt war. Dort trafen wir auch Olaf Meister vom Bürgerverein. Ihn fragten wir, was sich seit dem letzten Jahr tat und wo der Schuh drückt. Ja, der Schuh drückt natürlich vor allem im Verkehrsbereich. Also die Hauptstraße ist nach wie vor unser Hauptproblem. Wir haben da sehr viel Verkehr drauf, wissen auch, dass das letztlich ein Zustand ist, der auf Dauer bleiben wird mit viel Verkehr. Wir müssen aber sehen, dass wir die Straße eben besser organisiert bekommen, dass da weniger Verkehr ist und der auch langsamer ist. So, und da gibt es eben Pläne von Bürgervereinsseite und mit der Stadt gemeinsam an der Straße was zu machen. Was passiert ist im letzten Jahr? Wir haben einige Sanierungen tatsächlich auch an den Gebäuden. Der Hauptstraße ist immer so ein Punkt und freuen uns daran, dass das wirklich zum Teil große Blöcke jetzt sich in der Sanierung befinden. Das wird heißen mehr Einwohner, das heißt mehr Kinder für die Schule. Also da geht einiges voran. Aktuelles Thema in Südost war zuletzt natürlich die Bürgerbibliothek, die durch die Sprengung des Geldautomaten der benachbarten Sparkasse arg in Mitleidenschaft gezogen worden war. Na, die räumen momentan auf, weil wir hatten ja leider diesen Anschlag auf den Geldautomaten da, der wurde gesprengt und das hat natürlich negative Folgen auch für die Bürgerbibliothek, die direkt dran war. Also da haben wir einiges an Schäden gehabt, da sind Decken runtergekommen, also so abgehängte Sachen, Regale zerstört. Jetzt wird sie wieder auf sein, sind wir jetzt eine Weile zu, durch den Hintereingang muss man aber erstmal rein, weil vorne noch alles zu ist, aber da geht's weiter. Wir freuen uns natürlich als Bürgerverein um Spenden, um Leute, die mitmachen beim Aufräumen und die uns unterstützen, in welcher Form auch immer. Wie erwähnt, geöffnet ist das Lesezeichen wieder, nur eben mit dem minimalen Umweg über den Parkplatz. Als Besonderheit gab es diesmal Rundfahrten mit einem historischen Icarus-Reisebus durch Salbke und Westerhüsen zu Punkten, wo man sonst nicht so leicht hinkommt. Auf dem Festgelände selbst gab es Karussell, Gegrilltes, Kinder konnten basteln und sich schminken lassen, eine Modenschau, Rolands Schlagershow und vieles mehr. Ein optischer Höhepunkt ist immer der Heimatverein Beiendorf-Sohlen in seinen bunten Bürdetrachten. So, nun sagen Sie uns mal, wie heißen denn diese süßen Mäuse hier und wer hat die gemacht? Die heißen Sülzemaus und gemacht, die machen wir alle Mann zusammen im Heimatverein. Jeder macht irgendwas. Wir sind jeden Dienstag von 13 bis 18 Uhr sind wir im Heimatverein und da sind wir ganz fleißig. Und den Namen, den hat der Oberbürgermeister Trumper gegeben, weil er hat gesagt, bei uns fließt die Sülze lang und dadurch, Mensch, Sülzemaus, das wäre doch das Richtige. Und das ist das Maskottchen vom Heimatverein geworden.
In den Gruson-Gewächshäusern hat Anfang Juli eines der großartigsten Naturschauspiele des Pflanzenreichs stattgefunden. Eine Titanenwurz hat geblüht und zahlreiche Besucher begeistert. Auch wir waren natürlich mit der Kamera vor Ort. Schließlich blühte die Rekordpflanze zum ersten Mal in den Magdeburgern Gewächshäusern. Und immerhin gilt die Titanenwurz als die größte Blume des Pflanzenreiches überhaupt. Um ihre Blüte zu sehen, muss man sich schon beeilen. Nach spätestens 3 Tagen ist das Schauspiel vorbei. Was ist nun das Besondere an der Titanenwurz? Also es ist wirklich eine ganz besondere Pflanze. Das, was Sie hier sehen, ist eine Blume, ein Blütenstand. Und die Titanenwurz bildet die größte Blume des gesamten Pflanzenreichs. Sie stammt ursprünglich aus Sumatra, aus Indonesien, wächst dort in den tropischen Regenwäldern. Unser Magdeburger Exemplar stammt aus dem Botanischen Garten Bonn. Das haben wir vor 2,5 Jahren als Geschenk von dort erhalten. Nur als Knolle. Die Knolle war damals 4,4 Kilo schwer. Sie hat zunächst ein Blatt getrieben. Das stand bei uns ungefähr 12 Monate, hat Nährstoffe angesammelt, die in die Knolle eingelagert wurden, sodass die neue Knolle dann schon 14,8 Kilo gewogen hat. Und die ist jetzt wieder ausgetrieben. Die Spannung war groß, ob es wieder ein Blatt wird oder ein Blütenstand. Aber wir hatten Glück, es wird ein Blütenstand. Erstmalig wirklich in Magdeburg zu sehen. Was im Fernsehen jetzt nicht zu sehen ist, sie verströmt auch einen Geruch. Es riecht ein bisschen unangenehm, so ein Gemisch aus vergammeltem Fisch und Harzer Käse. Und das eigentlich nur während der Nacht und zum Zwecke der Bestäubung. Richtig, also anders als unsere meisten einheimischen Blumen, die wirklich duften, um Honigbienen anzulocken oder Schmetterlinge, verströmt diese Pflanze diesen für uns unangenehmen Geruch, um Schweißbienen und Aasfliegen anzulocken. Bleibt die Frage, wie oft eine Titanenwurz überhaupt blüht? Das ist so leicht nicht zu sagen. Diese Pflanze blüht zum allerersten Mal. Wenn wir Glück haben, überlebt sie die Blüte und wird, wenn es wirklich optimal läuft, frühestens in 3 Jahren wieder blühen. Es kann aber auch passieren, was ja oft der Fall ist in Kultur, dass die Knolle das nicht überlebt und dann war es das mit dieser Pflanze. Sie wird dann auf jeden Fall, wenn die Blüte abgeblüht ist, wird die Knolle herausgenommen und in einen neuen, größeren Topf gesetzt. Und sie wird dann auf jeden Fall nicht sofort wieder eine Blüte treiben, weil die Nährstoffe jetzt verbraucht sind. Sie muss dann erstmal wieder ein Blatt treiben, um wieder Nährstoffe herzustellen. Nicht weit weg von der Blühenden steht übrigens noch eine zweite, kleinere Titanenwurz. Richtig, das war eine kleinere Knolle, die hatte also noch nicht genug Nährstoffe, die ausreichen für einen Blütenstand. Das ist jetzt ein großes Blatt, das ist insgesamt ungefähr 2 Meter hoch. Das eine Blatt sieht aus wie ein ganzer Baum mit Stamm und einer schirmförmigen Krone. Der Blattstiel ist ganz interessant, der hat weiße Flecken, die sehen aus wie Flechten auf einem Baumstamm. Der Blattstiel ist nämlich eigentlich ziemlich weich und sieht für Pflanzenfresser ziemlich appetitlich aus. Aber durch die Flechten sieht es für die Tiere aus wie ein Baumstamm, der hart ist aus Holz und damit ungenießbar. Und die Tiere lassen die Pflanze in Ruhe. Doch zurück zu unserer blühenden Titanenwurz. Bei etwas Glück könnte sie wieder erblühen. Der erste Besucher, der ihrer jetzigen Blüte während der regulären Öffnungszeit ansichtig wurde, war der Magdeburger Karl-Heinz Rasche. Und wie gefällt sie Ihnen? Ja, sehr gut natürlich. Ich wollte mal gerne einer der Ersten sein, die ein Foto machen heute Morgen. Und Sie sind der Erste? Ich habe das schon im Webcam gesehen heute Morgen, wie sie aufgeblüht ist. Ja, und da freut man sich als Fotograf ja auch, wenn man sowas mal fotografiert. Genau. Und haben Sie was von Ihrem Aasgeruch bemerkt? Noch nicht. Wird endlich, ja. Ich habe noch nichts gemerkt. Für alle, die sich das seltene Schauspiel in den Gewächshäusern nicht in Natura ansehen konnten, hat die Einrichtung aus den Webcam-Bildern einen kleinen Film zusammengestellt, den wir Ihnen mit freundlicher Genehmigung des Hauses hier zeigen dürfen. Thank you.
Zum vierten Mal lädt Magdeburg zu einer Reise ins Mittelalter ein. Es soll wieder ein spektakuläres Wochenende werden. Vom 29. bis 31. August wollen über 300 Akteure mehr als 100 Programmpunkte auf 9 Schauplätzen rund um das gesamte Domviertel gestalten. Und dabei können sich die kleinen und großen Besucher auf eine spannende Reise durch die über 1200-jährige Geschichte Magdeburgs freuen. An Höhepunkten dürfte es genug für die Mittelalterfreunde geben. Seien es die historischen Festumzüge, mittelalterliche Genüsse, Ritterturniere, Theater, Tanz oder die vielen Livebands von Minnegesang bis Irish Folk. Also wir haben einen Lustgarten. Elke Schneider inszeniert einen Lustgarten mit Persönlichkeiten, historischen Persönlichkeiten der Stadt. Dr. Eisenbart, und er versammelt andere historische Persönlichkeiten, Otto von Guericke und andere um sich herum. Und es wird eine Wunderpille geben, die jeder einnehmen kann, um in diese Geschichte der Stadt wundersam mit Lust eintauchen zu können. Und wir haben ein Strohballenturnier. Das machen die Freunde vom Rugby-Club des USC, ist eine Abteilung. Und die haben sich einverlassen, ein historisches Strohballenturnier auf dem Domplatz zu veranstalten. Ich glaube, das wird ganz interessant und lustig werden. Aber insgesamt haben wir 300 Akteure auf 9 Schauplätzen. Das sind Minnesänger, das ist Folklore, das sind Inszenierungen. Im Kloster selbst wird was gezeigt. Also ein wunderbares, vielfältiges Programm für Jung und Alt. Es lohnt sich, sich den 28. August, dort beginnt das Kaiser-Otto-Fest und geht dann in das Wochenende hinein, vorzumerken. Und ich denke auch, die Ticketpreise sind günstig. Ein ganzes Wochenende, über dieses ganze Wochenende, kostet 11 Euro. Kinder bis 6 haben freien Eintritt. Und im Vorverkauf kostet ein Ticket für ein Kind nur 2,50 Euro. Also viel Spaß, viel Geschichte, viel Interessantes und auch Neues. Das kann man ja fast sagen, die letzte große kulturelle Veranstaltung in Ihrer Amtszeit als Kulturdezernent der Stadt. Bleiben Sie uns der Kultur erhalten? Also ich bleibe in Magdeburg wohnen, das ist ja auch meine und unsere Heimatstadt geworden. Ich bin seit 20 Jahren hier und mein Vater kommt ja aus der Altmark gebürtig, sodass ich hier auch, sag ich mal, familiäre Wurzeln habe in dieser Region. Nein, wir haben natürlich danach noch, ich bleibe bis zuletzt sozusagen am kulturellen Ball. Wir haben auch ein großes Ereignis, wir haben im September den Deutschen Archivtag hier mit 800 bis vielleicht 1000 Archivarinnen und Archivare aus ganz Deutschland. Eine bundesweite Veranstaltung, die findet im September statt und im Oktober ist auch noch einiges geplant. Aber Ende August, gegen Ende der Ferien das Kaiser-Otto-Fest. Ich denke, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind sollte sich diesen Termin vormerken. Und ich denke, dass wir dieses Mal auch wieder Neues, aber auch Bekanntes, neu Inszeniertes anbieten können und es lohnt, dorthin zu gehen. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen widmet sich seit ein paar Wochen mit Max Uhlig, einem Künstler, der zu den wichtigen deutschen Malern der Gegenwart gehört. Zum ersten Mal steht dabei sein malerisches und zeichnerisches Gesamtwerk im Mittelpunkt einer umfassenden Ausstellung. Und die blickt unter dem Titel »Vor der Natur gewachsen« auf die Jahre von 1970 bis zur Gegenwart und richtet den Fokus erstmals auf das über 45 Jahre hinweg entstandene zeichnerische und malerische Gesamtwerk des Künstlers. Das Jahr 1970 beschreibt so etwas wie einen Wende- oder Findepunkt im künstlerischen Schaffen Uhligs. Bis dahin mehr dem Zeichnen auf den heimatlichen Elbwiesen verfangen, beginnt Uhlig seinen unverwechselbaren Stil zu finden, der seinem Werk eigen ist. Dabei bleibt er im Wesentlichen der Landschaft treu, die ihn immer wieder fasziniert. Grafischen Elementen, Uhlig ist schließlich gelernter Schriftzeichner, gesellt sich Farbe hinzu in einer Art und Weise, die seinen Bildern eine ungewöhnliche räumliche Tiefe verleiht, die den Betrachter umfängt, je länger er vor den teils großformatigen Bildern verweilt. Zeit sollte man sich für die Ausstellung also wahrlich nehmen. Zu DDR-Zeiten kam seine Sicht auf die Dinge gar nicht so gut an, wenn man an die offizielle Kulturpolitik denkt, anders im Ausland. Hier gab es erste Preise bereits in den 70er Jahren, gleichfalls Ausstellungen in Westeuropa und den USA. Hierzulande erinnerte man sich seiner von kleinen Episoden abgesehen erst wieder in den späten 80ern. In einem Nebenraum kann man sich ein Interview ansehen, das der Künstler dem Dresdner Lokalfernsehen gab. Und auch ein Hinweis auf die Fenster der Johanneskirche, die Max Uhlig gestaltet, fehlt nicht. Die Ausstellung im Kunstmuseum Unser Lieben Frauen kann noch bis zum 26. Oktober besichtigt werden.
Vor wenigen Tagen wurde in Solingen das traditionelle Kräutergartenfest im Kräutergarten des Heimatvereins gefeiert. Bei selbstgebackenem Kuchen und Leckereien vom Grill konnte man sich kulinarisch verwöhnen lassen. Erweitert wurde das Angebot durch viel Wissenswertes von der Kräutergarten-Imkerin. Die Vereinsmitglieder stellten am Nachmittag das rund 5000 Quadratmeter fassende ehemalige Schulgartengelände den Besuchern vor. Neben den erwähnten kulinarischen Genüssen konnte man sich auch über die verschiedenen Kräuter sowie Heilpflanzen informieren. Dieser Kräutergarten ist normalerweise Privateigentum. Unser Verpächter ist ein gewisser Herr Meißner. Vor unserer Zeit, zur DDR-Zeit, war es Schulgarten. Hier sind die Schulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse in den Garten gegangen und haben hier alles angebaut. Mohrrüben, Salat, alles. Als die Wende kam, die Schule hat sich aufgelöst, lag der Garten brach. Und dann hat sich 1994, würde ich sagen, der Heimatverein gegründet. Über ABM-Kräfte wurde der Garten wieder hergerichtet und der Heimatverein hat den übernommen. Wir sind jetzt die Pächter dieses Gartens. So, und wir haben ja nun allerhand angepflanzte Kräuter. Früher war es mal ein Bauerngarten, hier waren Mohrrüben, Gurken, Kartoffeln, alles. Das hat sich nicht mehr gelohnt, weil hier nicht gedüngt wurde. Haben wir uns vollkommen umgestellt auf Kräuter. Die wachsen immer, sage ich mal, selbst wenn es mal trocken ist, die wachsen, weil sie Fuß gefasst haben. Ja, und die Kräuter haben wir mal versucht zu schneiden und dann irgendwie für ein kleines Trinkgeld zu verkaufen, aber das hat alles nichts gebracht. Das will keiner mehr. Und ja, und ist das ein schönes Fleckchen Erde hier, das sieht man ja. Wir feiern jedes Jahr unser Kräutergartenfest. Wir machen hier Ostereiersuchen jedes Jahr für Kinder, treffen uns so Vereinsmitglieder und feiern hier mal. Und ja, ist sehr schön hier immer wieder. Wir machen Veranstaltungen für Kindergärten. Wir haben jedes Jahr 3 bis 4 Kindergärten, die regelmäßig einen Ausflug zu uns machen, damit die Kinder auch die Kräuter kennenlernen und was man mit den Kräutern alles anstellen kann. Und die freuen sich jedes Mal, wenn die hier durch den Garten toben können. Und unsere Damen und Herren vom Heimatverein bewirten die und verköstigen die. Und das ist jedes Mal ein Erlebnis für die. Und genauso haben wir mehrere Schulen, zum Beispiel die Salzmann-Schule oder aus Osterwedding die Schule. Die kommen jedes Jahr und machen ihren Klassenausflug zu uns. Man kann sich über den Verein im Prinzip anmelden und kann für ein ganz geringes Entgelt hier einen wunderschönen Tag in unserem Garten verbringen, kann alles kennenlernen, kann dann auch noch, was wir noch unterhalten, die Heimatstube und das Schulmuseum. Es ist im soziokulturellen Zentrum, haben wir unsere Museumsräume. Dort können die Museumsräume besichtigt werden. Dort gibt es einen wunderbaren Lehmbackofen noch im Keller, wo wir jedes Jahr mit dem Kindergarten im Winter Bratapfelabend machen oder Bratapfelvormittag mit Märchenstunde. Und so setzen wir uns halt für die Allgemeinheit ein. Also wir wahren die Tradition mit unserer Bördetracht, das liegt uns sehr am Herzen, dass diese Tradition nicht verloren geht. Da sind wir auch beim Sachsen-Anhalt-Tag mit vertreten und bei vielen Umzügen Ottersleben. Also wer nach Ottersleben geht, der kennt uns und weiß, die Bördetrachten, das sind wir. Also wenn wir sagen Heimatverein, weiß immer keiner. Wenn wir sagen Bördetracht, ach ja, ihr seid das mit den Trachten, dann können die Leute uns auch zuordnen. Die werden ja selbst genäht von unseren Damen, die sich immer dienstags nachmittags treffen. Das ist jeden Nachmittag, also jeden Dienstagnachmittag sind wir von 13 bis 18 Uhr im soziokulturellen Zentrum in der Dodendorfer Straße und da kann man sich dann auch gleichzeitig die Museumsräume anschauen. Ja, das ist so die Hauptaufgabe. Gesellig beisammen sein, die Traditionen wahren und vielen unsere Traditionen auch einfach näher bringen oder zu zeigen, wie schöne Ecken es hier gibt. Neben den 70 Kräutersorten, die dort wachsen sollen, versteckt sich am Rande auch eine kleine Imkerstube. Dort ist das Reich von Kerstin Stauch. Die Bienen sammeln Nektar von den Blüten, wenn es so um die 15 Grad am Tag ist. Geben die Pflanzen Nektar ab, dann kommt die Biene und holt sich diesen Nektar und hat dabei eben den größten Effekt für die Landwirtschaft und auch für unsere ganzen Gärtner und so weiter und auch für die Natur vor allen Dingen. Sie bestäubt dabei, weil sie geht von Blüte zu Blüte und holt sich den Nektar raus und holt dabei den Pollen, der sitzt dann in ihrem Haarkleid und das trägt sie dann in die nächste Blume, wo sie wieder den Nektar raussaugt. Und dieser Nektar, den bringt sie in den Stock und dort wird er im Prinzip aus dem Honigmagen übergeben an die nächste Biene und dadurch, dass das von Biene zu Biene weiter übertragen wird, es wird jetzt langsam hier ein bisschen wärmer, dadurch fliegen sie wieder etwas mehr, man merkt es. Sie kommen jetzt auch wieder vom Honigsammeln rein in ihren Stock und dabei lagern sie den Honig
in die Waben ein. Dieses Ganze, wo unsere Bienen leben, nennt man Beute. Ja, und da haben wir die unterste Zarge und die zweite Zarge ist der Brutraum. Da sitzt dann die Königin mit ihrem Volk. Ich glaube, wir gehen aber trotzdem bald mal weg. Jetzt geht es wieder los mit dem Flug und wir stehen hier direkt jetzt in der Flugschneise. Also sie lagern den Honig dann ab im Honigraum. Das ist jetzt bei uns die oberste Zarge. Ja, dazwischen habe ich jetzt speziell ein Gitter, damit die Königin nicht in den Honigraum gelangen kann, dort Brut ablegen kann. Damit, wenn wir dann schleudern, auch nur reine Honig schleudern und keine Brut schleudern. Das macht man einfach nicht, dass man Babys schleudert. Diese Waben, die wir rausholen, das ist der Honig dann verdeckelt. Der ist dann von Biene zu Biene übertragen worden, wird verdickt, wird mit den Fermenten der Biene vermischt, was dann das Gesunde auch ausmacht am Honig. Weil der Honig, das wissen viele nicht, besteht aus 80% aus Zucker. Die verschiedensten Zucker, das sind hauptsächlich Einfachzucker, das heißt Traubenzucker und Fruchtzucker, gewisse Anteile an Mehrfachzuckern, Zweifach- und Mehrfachzuckern, was so dann zwischen, sage ich mal, 18-20% Wasser. Und dieser ganz geringe Anteil, der dann fehlt zwischen dem Zucker und dem Wasseranteil, das sind dann wiederum ganz wichtige Stoffe wie Enzyme, Bioflavonoide, gesunde Stoffe, wenn wir die essen, der unserem Körper auch gut tut. Vorhin kam dann die Frage auf, was ist denn der Pollen? Der Pollen, das sind Fette und Eiweiße, die die Bienen sammeln an unseren Pflanzen. Das ist immer diese kleinen Kleidchen, die sie mitbringen. Die sind dann mal ganz gelb, mal orange, je nachdem, an welcher Blüte sie saßen. Das ist die Babynahrung. Das ist also die Nahrung, die dann die Bienen verwerten und verarbeiten, so dass dann damit die ganz kleinen Stifte, nennt man das, die dann Maden werden, dann auch zu Bienen werden. Weltweit gibt es noch 3 Billionen Bienen. Allein in Deutschland gibt es 550 Bienenarten, von denen die Honigbiene nur eine ist. Der Rest sind Wildarten. 1914 gab es in Deutschland 4 Millionen Bienenvölker, jetzt sind es nur noch 700.000. Viele Völker werden durch die Varroa-Milbe dezimiert. Über den Kampf dagegen erzählt uns Kerstin Stauch in der nächsten Sendung. Im diesjährigen Sommernachtstheater widmen sich die Nachtschwärmer Ulrike Nocker, Oliver Vogt und Matthias Kritzek ganz der Faszination des Reisens. Denn Sommerzeit ist Urlaubszeit und Urlaubszeit ist Reisezeit. Die Regie liegt in den bewährten Händen von Knut Müller-Ehrecke. Hier ein kleiner Zusammenschnitt. Für die Neuvertextung meist bekannter Lieder sorgten Sabine Münz, Peter Hofmann und erstmals Rick Domsch, Schauspieler aus Brandenburg, wie Knut Müller-Ehrecke erzählte. Wie immer kommt das Ganze nicht traurig, sondern sehr witzig daher. Schließlich soll man im Urlaub nicht Trübsal blasen. Und wie die Publikumsreaktionen bei der Premiere zeigten, ist der Wiedererkennungseffekt bei so manchem recht groß. Alles genauso schon einmal erlebt, wie es scheint. Also, dann stürzen wir uns mal rein ins Vergnügen. Ahoi und guten Flug! Flieg durch die Wolken Richtung Süden. Großer Vogel, auf meiner Insel möchte ich sein. Bring mich dahin, großer Vogel. Bring mich dahin, bis ich sag, da bleib ich. Der Start wäre geschafft. Ich will Tomatensaft. Zollfrei shoppen soll. Ich weiß nicht, wo wir sind.
hört sich jeder von der Bra. Und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar. Ab. Paul ist der schönste Bademeister auf der ganzen Welt. Jawohl, nochmal, alle! Paul der Heißer ist Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Paul der Heißer ist Bademeister und er bringt Jünger zur Strecke. Paul der Heißer ist Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Finde ich nicht so toll, tut mir schrecklich leid. Ein spielt hier die Wände voll und ein anderes schreit. Ein schmeißt Bild mit Legos rum aus Haferstickbehältern. Doch was ich am schlimmsten finde, sind die stolzen Eltern. Was mir auf die Nerven geht, sind die stolzen Eltern. Malte, nicht die Jacqueline schlagen. Diskutiert das bitte aus. Stolze Eltern können nicht normal kommunizieren. Mitten im Gespräch kamen sie auf allen Vieren. Und sie reden so lang über Farbe und Gewicht des Inhalts in der Windel ihres Babys, bis man bricht. Letzten Sonntag schlief die Anna durch bis kurz vor acht. Boah, ist ja kaum zu glauben. Und was hat sie sonst gemacht? Unser Flori isst nicht viel, das ist nicht gesund. Willst du jemand fressen sehen, dann kauf dir doch einen Hund. Kinder finde ich nicht so toll, nimm mir das nicht krumm. Wenn ich mal eins halten soll, bring ich das fast um. Baby, will ich. Die nächsten Vorstellungen gibt es am 31. Juli sowie am 2. und 3. August. Schauen Sie einfach auf unsere Videotextseite 615. Das war unsere Juli-Ausgabe von MO3. Wir hatten Ihnen ja versprochen, wegen des Hauses Brunnerstraße 36 am Ball zu bleiben. Leider hat es das Grundbuchamt am Amtsgericht bisher nicht für nötig erachtet, auf unsere Anfragen überhaupt zu reagieren. Aber so schnell lassen wir uns nicht entmutigen. Wir hoffen, Ihnen in unserer nächsten Sendung am 25. August etwas mehr sagen zu können. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.